Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Immortal Redneck hier für die Switch. Wir befinden uns immer noch in der ersten Pyramide, haben den Pharao besiegt, dadurch ein Medaillon bekommen, womit wir direkt im vierten Stock anfangen können. Das machen wir jetzt auch. Heute versuchen wir die Pyramide bis nach oben zu erklimmen, mal sehen, ob das klappt. So, machen wir erstmal die Türen hier unten. Super. Okay. Perfekt. Wir haben noch irgendwelche rum auf jeden Fall. Oben an der Sanduhr sieht man ja, oder oben am Sandbalken sieht man ja, dass es hier noch Gegner geben muss hier. Da oben sein. Wie dort. Oh, hier sind Schinken. Also, guck mal, wie viel Leben ich einsammeln kann, obwohl ich gar nicht brauche. Naja, egal. Nehmen wir mit. So, nächste Tür. Die. So, Frösche sind weg. Ja, und diese vier hier. Auf diesen Gitterdingern aufpassen hier. Muss ich schnell rüber. Oh, da war ein Viech irgendwo. Ja, da hinten. So, du Bastard. Oben auch eine Tür. Mal nach. Hier ist tatsächlich noch eine Tür, die nehmen wir mit. Kurz die andere, die ist schon nachgeladen. Und das, okay. Achso, das ist dieses hier. Oh. Müssen erst die Leute hier erledigen. Munition verloren, das ist schon mal nicht schlecht. Brauchen wir auf jeden Fall. So. Jetzt wenn er leichter wieder runterkommt, dann gehen wir eine Etage nach oben, bis sie oben abgeht. Okay. Okay, eine Schriftrolle. Jeder Schuss hat eine kleine Chance, den Gegner in einen Huhn zu verwandeln. Okay. Mitnehmen. Okay. Sehr gut. Gucken wir mal, was wir hier nach oben finden. So. Hier gibt es wirklich nichts weiter, außer dass wir runtergehen können. So, die nächste Tür ist diese hier. Nein. Ich hasse das Level hier. Wegen diesen Fröschen. Oh. Naja, so viele Leben haben wir jetzt gar nicht verloren, aber
Oh, liegt es, okay. Sammelmission? Nein. Das geht ja auch. Noch irgendwelche anderen Türen? Ja. Mal nachladen. Auch noch. Aber auch. Ah, okay, also es geht auf jeden Fall eine Etage höher jetzt. Das machen wir. Los geht's. Sehr gut. Stock weg. 5 müsste jetzt kommen. 6 Stockwerk gibt es vielleicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht 7? Keine Ahnung. Hoffe, dass wir jetzt ein bisschen weiterkommen. Ein Stockwerk würde ich gerne noch schaffen. Ich würde jetzt gerne den nächsten Boss mal sehen. Okay, die sind ein bisschen stärker jetzt hier, wie man sieht. Und wir kriegen auch ein bisschen mehr Gold. So, fangen wir mit dieser Tür hier an. Wir fangen unter beim Stockwerk, genau. Okay. Okay, ist jetzt ärgerlich. Oh, nicht werfen. Hm? Klinke. Noch ein Schinken. Hier oben runter. Echt wahr? Keine Munition mehr. Müssen wir die andere Waffe wieder einsammeln. So. Eieiei, das war auch. Dann geht's wirbelt. Okay, das war jetzt nicht so schwierig. Und da ist die nächste Tür, wo wir raus können. Dann wohl mit, ne? Los geht's. Das wollte ich gar nicht. Oh, nachladen. Okay. Das ging auch noch ganz gut hier. Okay, der nächste Saal. Oh, das ist wieder eine Geheimtür. Oh, noch einer. Scheiße. Hab ich gesehen. Nein, warum schmeiße ich? Also, nicht weggeholt. Oh.
Okay. Ach, Land. So. Ah, Mist, haben wir auch nicht Energie gelassen hier. Aber immerhin geschafft. Hätte man nicht direkt reinrennen sollen, vielleicht. Machlan ist. Oh, tun wir nichts. Geht's nach? Noch eine Etage höher. Okay. So. 10 Minuten gebraucht, um die 2 Etagen zu schaffen. Mal sehen, was jetzt kommt. Jetzt werden die wahrscheinlich 100% Kraft haben, die anderen. Die werden da so richtig reinklotzen, 100% mehr Schaden machen. Da muss man echt aufpassen. Genau, Lebensenergie ist 60% mehr. Wir kriegen ein bisschen mehr, aber echt wirklich nur ein Fingerzeig mehr. Okay, es gibt verschiedene Türen. Wir nehmen als erstes diese hier. Das war jetzt nicht so geplant. Die Munition kriege ich glaube ich auch nicht mehr. Nee. Probieren wir es gar nicht. Da drüben ist auch keine Tür, nur ich. Ist auch keine Tür. Und da drüben ist eine Tür. Da müssen wir natürlich durch. Das ärgert mich jetzt gerade total, so viel Energie verloren. Wir müssen auf jeden Fall auf den Boden aufpassen, weil das sieht aus wie Stachelboden. Dir nicht weh, ja super. Was soll das denn gehen? Okay. Wir brauchen gar nicht weiter versuchen, denn ich habe es nicht geschafft. Gut, dann geht es wieder runter. Gut, die nächste Tür. Die nächste Tür ist hier drüben. Nehmen wir die. Frösche, ne? Boah, hier muss noch ein Viehchen rumlaufen. Da. Noch ein Viech rumlaufen. Unten vielleicht? Wahrscheinlich, ne? Gut, dann geht's mal nach unten. Da sitzt er hin. Der Spast. Na, verdammt, sag's. Kann gut ein bisschen Leben haben und nicht mal hier so ein kacktes Huhn. Guck mal hier. Sehr gut. Und was ist das noch? Ach, das ist diese Dingswaffe, ne? Die ist eigentlich gar nicht so geil. Ja, trotzdem mal mit. Okay. Ja. Wieder raus hier. Okay, alles, oder? Danke. Hoch. Die nächste Tür finden. Da. Willkommen. Da war eine Tür gegenüber, ne? Da waren wir auch schon. Sind wir nach oben.
Ah ne, das ist dieses Scheißteil, wo man so hin und her fliegt. Also wir springen mal kurz. Nein! Eine Waffe! Fleisch gibt dir mehr Gesundheit. Perfekt. Oh, da ist Fleisch. Oh, perfekt. Oh, wenn sie da oben was erstmal haben. Oh nein! Das haben wir schon viele Leben verloren. Doch eigentlich. Da. Da hinten ist auch noch einer. Ich muss mal vorsichtig sein, meine Schriftrollen, das ich muss ja nehmen. Deine Waffen versuchen mehr Schaden, aber haben weniger Maximalmunition. Okay. Wie schade, oder? Wir haben ein bisschen viel Energie verloren. Nicht ärgerlich ist, aber. Ich würde sagen fast nichts, aber. Ich stelle leider auch nur eine Tür hier, also von daher ist das egal. Nehmen wir die nächste. Yes. Ich freue mich. Mach lang. So. Perfekt. Hier passiert leider auch nichts drin. Also ich muss diese andere Tür nehmen, so ein Scheiß. Ärgerlich. Hier gehe ich jetzt sofort drauf als erstes. Oh. Ist meine Waffe? Du kannst deine Waffen wechseln, wenn du noch Munition hast. Hä, was? Auch das ist da beschissen. Jetzt habe ich nur diese Waffe hier. Ach, das ist doch verkackt. Scheiße. Das ist wirklich ein Fluch. Kacke. Hier, was war denn auf eine Tür? Wir gucken mal alle Türen erstmal an. Hier ist nur so eine Truhe irgendwo, ne? Wie die hier unten ist irgendwo? Ich glaube fast ja. Na gut, vielleicht löst sie mich auch von irgendwas. Glücksgefäße, du kannst jetzt Gegenstände in Gefäßen finden. Das ist doch perfekt. Machen wir alle Gefäße mal kaputt hier. Wenn da irgendwas finden kann? Was gibt's Besseres? Ich hab echt scheiße mit der Waffe, ne? Muss ich die wegballern, damit ich eine coole Waffe bekomme? Kotzen. Ich reg mich gerade ein bisschen auf.
Gerade so, wenn man zum Boss kommt, man überhaupt nichts machen kann. Hier. Munition gefunden. Okay, müssen wir die andere Tür nehmen, ne? Geht ja, komm, geht kein Weg dran vorbei. Aufgenommen habe, aber eigentlich brauche ich die leider. Das ist nicht der Fahrstuhl. Shit. Dumm. Na gut, was wir irgendwie so machen dann. Da muss doch noch ein Gegner sein hier. Achso. So, mal erwischt. Okay, hier ist eine Tasche höher. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Neue Waffen werden verfügbar. Siebter Stock. Eieiei. Okay. Das sieht aus, als würde so ein Boss kommen. Na gut, wir müssen ihn erst killen mit oh Scheiße. Okay, seid ihr bereit für einen kleinen Bosskampf? Und dann geht's los. Verit, der Störer. Oh! Oh! Eieiei. Wo muss ich denn treffen? Da! Die Dinger, die Lampen! Okay. Oh, fuck. Das war ja ärgerlich. Manche Waffen verhalten sich anders, wenn du den Abzug gedrückt hältst. Ja, ärgerlich, ärgerlich. Dachte, wir könnten Verit vielleicht töten, aber das haben wir nicht geschafft. Trotzdem werden wir uns wieder gebären lassen als der gute alte Redneck. Oder der Sass, der es ab ist. Das hat natürlich ein bisschen mehr Power. Also wir nehmen mal mit dem Apis mal. Aber wir gehen jetzt so gleich mal rein. Aber wir werden noch ein bisschen was kaufen. Müssen wir das erhöhen hier. So. Erstmal brauchen wir ein bisschen mehr Leben. Munition ist auch mal super. Okay, das war's auch. Mehr können wir gleich kaufen. Ne, das war's. Schade. Ja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Jetzt haben wir Verit einmal kennengelernt und beim nächsten Mal werden wir ihn einfach platt machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.